Ganz kurz zu Standards. Die Verbesserung der Standards hier innerhalb der Europäischen Union können wir sehr gut an den Gütesiegeln und die Diskussion über die Gütesiegel der Biomarken. Das hat absolut zu einer Verbesserung geführt. Hier in Deutschland waren die Gütesiegel wesentlich höher und das Siegel, was wir mittlerweile aus Brüssel haben, ist wesentlich niedriger. Stichwort Geheimverträge. Ich komme ja langsam umzingelt vor von lauter Geheimverträgen. Wir haben hier in Berlin einen Geheimvertrag gehabt bezüglich des Wassers. Dort haben wir kennengelernt, was es heißt, Schiedsgerichte zu haben. Wie viel wir letztendlich gezahlt haben, haben wir als Bürger nie erfahren. Ich glaube daran nicht. Es ist gesagt worden, dass der Fischhändler aus Bremen, der das verhandelt hat, hier bei uns sitzend, das mit eingepreist hätte. Die haben eigentlich eine Konventionalstrafe zu zahlen. Offensichtlich sind unsere Richter, unsere Juristen der Bundesregierung nicht stark genug, dieses Geld, weil Daimler und Telekom sind ja, glaube ich, über ein Jahr später an den Start gegangen, einzuklagen. Das sind auch mal locker wieder 5 Milliarden. Ich glaube nicht. Und ich habe es mitgeschnitten letztes Jahr, als der Aufschrei der Europäer war, aber nur nicht unsere Kultur. Die Kultur nehmen wir sofort raus. Da bin ich hellhörig geworden. Das war letztes Jahr das erste Stichwort. Seitdem befasse ich mich damit. Und ich, für mich persönlich, kann sagen, ich will das überhaupt nicht. Und das ist meine Frage an Herrn Fuchs. Was können wir tun? Wir haben demnächst die Europawahl. Wie können wir genügend Druck aufbauen, indem wir uns unsere Heinis, die in Brüssel sitzen, vorknöpfen und sagen, abwählen. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Fuchs, was können wir tun und möglichst schnell bis zu den Europawahlen, um so viel Druck aufzubauen, dass diese Geschichte vom Tisch kommt? Das ist die wichtigste Frage des Abends. Wir wollen das nicht, wir brauchen das nicht, es ist gefährlich. Und was können wir dagegen tun? Morgen ist das Strategietreffen der Bündnisse, die eben schon angesprochen waren, dieses TTIP-Unverhandelbar-Bündnis, und wir werden genau über die Europawahl und das, was wir jetzt da zu mobilisieren machen können, sprechen. Wir brauchen, und werden bald online schalten, eine Online-Aktion, die jeden Kandidaten mit unseren Schlüsselforderungen konfrontiert. Wir müssen aber auch außerhalb des Internets, in der realen Welt, zu den Abgeordneten, zu den Parteitagen, zu den Veranstaltungen im Wahlkampf gehen und Druck machen. Und es muss klar sein, wer fürs TTIP schwankt und ja, aber sagt und ein bisschen was von roten Linien erzählt, der will das im Rundeabschluss durchwinken. Deswegen hat er dann keine Chance in der öffentlichen Debatte. Wir müssen klar machen, nur Kandidatinnen, die sich da eindeutig für die öffentlichen Interessen positionieren und nicht für die Konzerninteressen in so einem Abkommen, können auch gewählt werden. Es gibt dann von Attac jetzt bald beginnt die Kulturtour. Und die Kultur ist stellvertretend auch für eine Reihe von öffentlichen Anliegen in diesem Sinne und in diesem Verhandlungsprozess. Und es ist da toll, mit Kulturschaffenden zusammenzuarbeiten. Ab Anfang April geht es los und daher liegt wahrscheinlich eine Info aus, oder ihr könnt es von Attac erzählen, dass da auch in Berlin dann noch zu beigetragen werden kann. Campact wird mit uns zusammen hoffentlich koordiniert dann die Ansprache der Kandidatinnen und Kandidaten anbieten. Macht euch schlau über die Verteiler, die es gibt. Geht auf die Website TTIP Unverhandelbar, die steht hier hinten drauf. Und lasst uns auch die Gelegenheiten, die die Gegenseite bietet, an Veranstaltungen nutzen, um diese Anliegen da reinzutragen. Und dann bin ich ziemlich sicher, wir werden eine breite öffentliche und weit über die traditionellen links-grünen Kreise hinausgehende Stimmung haben, die dann auch die Europadebatte prägt. Und einer der Haupterfolge wird das TTIP-ISDS, also dieses Investorenklagerecht, am Ende sein. Aber damit hört es ja nicht auf. Das heißt, wir müssen dann auch im Herbst wieder ansetzen, wenn ein neuer Europaparlamentstermin ist. Die kommen dann ja zusammen, haben ein neues Parlament, es gibt eine neue Kommission. Und wir bereiten in unserem Projekt vor, dass wir dann systematisch nachhaken. Also jetzt nicht nur einmal Alarm machen, sondern ab Herbst auch systematisch nachhaken, wie denn da die Diskussionen im Europaparlament laufen.
Und ja, dann ist es nämlich nicht nur die Kommission gewesen, die gibt dem Parlament in einigen Kreisen Informationen, aber die reichen das gar nicht weiter an die anderen Ausschüsse. Die wollen gerne schön für sich behalten, die Interabgeordneten, ihre Informationen. Das wird denen ab Herbst nicht mehr durchgelassen. Das dürfen die nicht durchgehen lassen. Wir müssen das alles in die Öffentlichkeit zerren. Und das werden wir auch schaffen dieses Jahr. Und da bin ich froh über so viel Unterstützung und Mitmachen von euch. Darf ich jetzt noch Fragen zu sehen, aber sagen? Bitte schön. Das okay, weil ich habe nicht ganz raushören können, ob Sie jetzt möchten, dass Kultur nicht verhandelt wird oder doch. Weiß ich nicht. Jedenfalls der Sachstand ist der folgende, dass im Verhandlungsmandat die audiovisuellen Medien ausgeschlossen worden sind. Also in anderen Worten öffentlich-rechtlicher Rundfunk, um die Kulturvielfalt in Europa sicherzustellen. Aber nicht Kultur. Kultur ist ein sehr weiter Begriff. Per se ist nicht ausgeschlossen worden. Dazu kommen zum Beispiel Vertriebswege, Druckereien und dergleichen. Das ist noch nicht ausgeschlossen worden. Und wie gesagt, die Tatsache, es geht ja im Prinzip darum, was am Anfang ausgeschlossen wird, heißt natürlich, mit weniger Verhandlungsmasse gibt es für Verhandlungen, die zu einem guten, für beide Seiten ein gutes Ziel führen sollen. Wie gesagt, aber audiovisuelles haben wir gesagt, auf Wunsch vieler Mitgliedstaaten, das wollen wir nicht dort geregelt haben. Und es bleibt auch so weit, dass es da eine Öffnungsklausel gibt, aber das ist jetzt nicht der Stand heute. Wäre ja fast schon eigentlich ein Schlusswort, aber natürlich sollen sie zur Europawahl gehen. Aber das ist ja ganz eine Frage. Zum Thema Kultur vielleicht noch ein kurzer Nachtrag, weil wir hier in einem Theater sind und beim MAI, das war das Abkommen, was man vor 15 Jahren versucht hat durchzudrücken, ist es gescheitert an der Tatsache, dass die Franzosen bei Kultur nicht mitgemacht haben, weil sie gesagt haben, wir haben eine so hoch subventionierte Kultur und die ist uns das wert und das verhandeln wir nicht. Ja, es wird wahrscheinlich auch hier zwei andere Bereiche geben, die nicht Verhandlungsgegenstand sein werden und niemals Verhandlungsgegenstand eines Freihandelsabkommens sein werden, nämlich die nationale Rüstung und die öffentliche Sicherheit. Beides wird von jedem Staat als so privilegiert eigene Veranstaltung angesehen, dass er hier keinen Konkurrenz und keinen Wettbewerb zulassen wird. Im MAI war das ausdrücklich der Fall. So, jetzt habe ich aber hier eine Frage, die mich allmählich zusammengezwungen wird. Ich werde erst Herrn Hinze aufrufen, dann war da vorne eine Frage in der Mitte. Ja, auch noch. Hallo. Jetzt sehe ich direkt, da drüben eine Dame, die winkt. Und da oben ein Herr, der Herr Hinze, bitte.